Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um die Reparatur hier von so einem Widerstand, der im Auto eingebaut ist, und zwar für die Belüftung oder für die Lüftung vorne. Hier in diesem Fall ist es so, die Lüftung ging nur auf 2 Stufen, glaube ich, und der Rest ging nicht. Und Ursache ist meistens hier dieser Widerstand, beziehungsweise in diesem Fall ist es hier der Stecker. Ich werde das gleich nochmal zeigen, ich komme da im Moment nicht ran. Muss ich erstmal abmachen. Da sieht man, dass der Stecker zerbröselt war oder ist aufgrund von Wärmeentwicklung, und das ist natürlich nicht gut. Bei dem Wagen, um den es sich hier handelt, ist der Peugeot 307 aus dem Jahr 2005 oder so. Und der Widerstand hat jetzt natürlich hier etliche Jahre runter, ist entsprechend auch verfärbt. Und oftmals geht der Widerstand auch kaputt. Hier in diesem Fall, wie gesagt, ist der Stecker ja ausgebrochen aufgrund von Wärmeentwicklung. Und das ganz große Problem ist, dass man da eigentlich erstmal gar nicht rankommt. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter raus. Das erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich hier das Handschuhfach ausgebaut habe. Das war auch schon ein Akt für sich. Bei dem Wagen ist es so, dass man hier 4 Schrauben hat. Hier unten, glaube ich, noch irgendwo und hier auf der Seite noch. Dann bekommt man es aber dennoch nicht raus, denn es gibt hier unten, also sozusagen unterhalb, noch 3 Schrauben, die muss man lösen. Und dann muss man im oberen Bereich, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, da ist so ein Lüftungsschacht. Weiß ich gar nicht mehr, wo ist denn der hier? Da ist auf jeden Fall noch so ein hier. Da ist so ein rundes Teil noch im Handschuhfach drin. Hier für das Teil hier. Und das muss man rausziehen aus dem Handschuhfach. Dann ist noch eine Lampe natürlich drin. Hier, die musste ich auch irgendwie rausdrücken. War auch sehr hässlich. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, dieses Handschuhfach rauszunehmen. Und der Widerstand ist normalerweise hier oben, da irgendwo in der Lüftung drin. Das ist auch ganz schwierig, dort ranzukommen. Man muss also wirklich kopfüber dann hier in den Fußraum steigen. Und dann kann man den Widerstand rausdrehen meistens. Und dann kommt man da ran. Man sieht jetzt hier schon diese beiden violetten Leitungen. Die habe ich schon erneuert, beziehungsweise temporär erneuert, denn der Stecker ist mir kaputt gegangen oder zerbröselt. Dennoch wollte ich das jetzt nicht offen lassen und habe dort schon mal was rangelötet. Es war auch sehr ätzend, das zu machen. Man muss also wirklich im Kriechen oder im Liegen umgedreht irgendwie löten. Ich habe also dann die Leitung, die da von oben kam, verlängert und dann praktisch dort in den Widerstand wieder reingesteckt, sodass es im Moment geht. Das ist natürlich keine gute Lösung. Was daran muss natürlich ein neuer Stecker. Und das Erste, was ich jetzt mal mache, ich werde hier mal überall die Leitungen beschriften, auf welche Seite die kommen, damit es nicht hier nachher vertauscht wird beim Stecker. Dann werde ich den Stecker hier abmachen, also den Widerstand abklemmen. Den Stecker, da werde ich die einzelnen Adern rausziehen. Und dann den neuen Stecker, den ich auch besorgt habe, der auch hoffentlich passt, dann da anlöten, und dann kann das wieder zurück montiert werden. Wer so eine Reparatur machen will, der hat eine Menge vor sich. Denn meistens ist es so, dass man ohne das Rausnehmen des Handschuhfachs da nicht rankommt. Also man kommt ran, man kann den Widerstand eventuell rausdrehen. Aber wenn jetzt hier in diesem Fall da an den Kabeln zu löten ist, da kommt man definitiv nicht mehr ran. Und das ist echt eine Schweinearbeit, kann man nur sagen. Also in keinster Weise servicefreundlich. Auch ist es natürlich ein bisschen altbacken, dass man hier für einen Lüfter hier so einen großen Vorwiderstand nimmt, um die einzelnen Stufen einzustellen. Normalerweise würde man natürlich das heutzutage mit dem Regler machen, mit dem PWM oder sowas. Denn die Hitze, die da entsteht, ist auch ziemlich enorm. Also ich bin mal gefahren und habe dann mal da angefasst, das Ding wird ziemlich heiß. Ich habe jetzt hier mal beschriftet, 1 bis 5 sind also 5 Anschlüsse. Bei manchen sind es vielleicht nur 4, aber so kann, denke ich mal, nichts durcheinander kommen. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, damit man genau sieht, wie das da dranhängt. Generell ist es so, dieser Widerstand hängt hier oben in so einem Lüftungskanal. Das kann man von hier aus gar nicht sehen. Und um da überhaupt dran zu kommen, muss man bei dem Wagen oder generell wahrscheinlich bei allen anderen auch hier mal den Motor anmachen und dann hier auf Umluft schalten.
Dann geht nämlich in dem Lüftungsschacht diese Klappe auf und man kann diesen Widerstand sehen und dann herausnehmen. So, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich habe hier also einen neuen Stecker besorgt, werde den erstmal anpassen bzw. gucken, ob der passt, und dann werde ich dort den anlöten. Hier sieht man nochmal den, den Widerstand und den neuen Stecker. Der passt also auch hier. Da muss man genau aufpassen, dass man da den richtigen erwischt. Ich hatte auch einen Fehlkauf gehabt, da habe ich nicht richtig drauf geachtet, wie letztendlich hier der Widerstand aufgebaut ist. Aber diese Stecker kriegt man nachzukaufen. Probleme an der ganzen Geschichte: erstens, das ist ziemlich teuer. Also dieser Stecker hat mich jetzt 25 Euro gekostet. Und das zweite ist, wenn ich jetzt hier mal wieder hochgehe, ich habe ja hier den alten Stecker, man sieht, der ist hier wirklich zerbröselt, da an der Seite, auf der linken Seite. Da überhaupt ranzukommen und was anzulöten, das wird richtig ätzend werden, kann ich nur sagen. Aber ich versuche es natürlich, und ich muss es auch natürlich wieder hinkriegen, dass ich dann hier wieder alles zusammenbauen kann. Man sieht jetzt hier nochmal den Stecker, und ich drehe den mal hier so ein bisschen. Also hier sieht man auch völlig zerbröselt. Und also eine Hälfte fehlt praktisch, und jetzt werde ich Folgendes machen: dadurch, dass ich die Leitung nicht weiter kürzen will, werde ich einfach hier mit einer Kombizange den Stecker zerbrechen, dass ich dann an die einzelnen Leitungen daran komme und die dann verlängere. Das mache ich allerdings ohne Kamera, weil da komme ich jetzt so, wie ich jetzt hier sitze, einfach nicht ran. So, ich habe den Stecker zerknackt. Man sieht jetzt hier die einzelnen Adern mit den Steckkontakten. Die werde ich auch abziehen, und hier ist also der Rest vom Stecker, kommt natürlich weg, und dann wird da der neue Stecker angelötet. Wie man sieht, habe ich jetzt hier den Stecker mal natürlich angeklemmt an den Widerstand, und die Leitung vom Stecker, die habe ich da etwas gekürzt, also ungefähr auf die Hälfte, und man sieht, ich habe jetzt hier mal exemplarisch das schon mal vorbereitet. Ich werde also die Leitung hier miteinander verhaken. Dort sieht man, die sind miteinander verhakt, dass die sich also in keinem Fall irgendwie lösen können. Und ich habe hier Schrumpfschlauch drüber, und zwar zwei Stück, also einen dünneren, einen etwas dickeren. Der wird nachher über diese Lötstelle rübergezogen. Ich werde jetzt erstmal das hier verlöten, und dann ziehe ich den blauen Schrumpfschlauch hier mal rüber, und dann zeige ich mal das Ergebnis. Und so mache ich das praktisch mit allen Leitungen, die da noch offen sind. Man sieht jetzt hier, die erste Lötstelle ist dort zu sehen von dem Anschluss Nummer 5. Und jetzt ziehe ich einfach den Schrumpfschlauch drüber und gehe nochmal ganz vorsichtig mit dem Heißluftföhn ran, dass sie sich da drüber zieht, dass es dann in keinem Fall irgendwie dann nachher offen liegt, der Kontakt. Und das mache ich natürlich mit allen 5 Anschlüssen genauso. Man sieht jetzt hier, dass ich das zusammengelötet habe. War alles ziemlich ätzend zu löten. Ich hoffe aber, dass die Lötstellen einigermaßen sind. Notfalls gucke ich gleich nochmal rauf und löte nach. Dann kommen diese Zettelchen ab, und dann werde ich den Schrumpfschlauch drüber ziehen. So, jetzt sieht man, dass die Leitungen wieder angelötet sind. Schrumpfschlauch ist drüber, und jetzt muss ich eben sehen, dass ich den Widerstand hier irgendwo da oben sozusagen rein führe. Die Kabel müssen natürlich dann auch entsprechend durchgeführt werden, noch ein Stück, und dann kann man den da irgendwo wieder anklemmen, den Widerstand. Ich hatte ja vorhin die Kabel ein bisschen gekürzt, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel Platz da oben noch ist für eventuelle Leitungen. Also man braucht da nicht die gesamte Länge. Ich habe jetzt ungefähr halbe Länge die Kabel hier von dem Stecker gekürzt, so dass ich hoffe, dass es jetzt auch ganz gut passt. So, ich liege jetzt hier nochmal kopfüber im Auto, kann ich lange aushalten hier. Also da ist jetzt der Lüftungsschacht, und dort sieht man eben diesen Ausschnitt, diesen runden Ausschnitt hier für den Widerstand, der hier vorne liegt, hier irgendwo. Und ich muss den jetzt da irgendwie reinbringen. Das heißt, die Kabel müssen da durchgezogen werden, so ein Stück, und dann hoffe ich, dass ich den da reinbekomme, den Widerstand wieder. So, wie man sieht, ich habe es geschafft. Der Widerstand ist da also wieder eingeschraubt, und ich will mal ganz kurz zeigen, man sieht mich von oben. Dazu gehe ich nochmal hier nach oben am
am oberen Teil des Handschuhfachs. Dort sieht man nämlich jetzt hier, da ist so eine Lücke, also praktisch frei. Dort sind jetzt auch die Leitungen von dem Widerstand zu sehen. Ja, man sieht da also den Schrumpfschlauch und so weiter. Das ist also der Widerstand und das liegt eigentlich auch alles ganz locker, sodass es eigentlich passen würde. Oder passen müsste und auch funktionieren tut sowieso. Ich habe schon probiert. Also so kann man das machen. Ist eine absolute Schweinearbeit. Kann ich keinen empfehlen, aber das ist natürlich klar, wenn man jetzt sowas in der Werkstatt machen lässt, dann weiß man, warum man da eben 250 Euro für ausgibt. Weil die Mechaniker müssen genau das Gleiche tun, alles raus und dann da eben wieder rein packen das ganze Zeug. Und das dauert eben seine Zeit. Also ich habe jetzt hier ungefähr schätzungsweise mit allem drum und dran, na, auf jeden Fall 3 Stunden gebraucht, wenn nicht sogar mehr, ich weiß jetzt gar nicht mal genau. Ja, das war mal hier so eine Sondergeschichte beim Auto hier und ich kann es keinem empfehlen, das selber zu machen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt einfach mal hier gemacht, um das zu zeigen, wie blöd das eigentlich geht. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.